Hallo zusammen, hier ist Daniel, alias Henki74CH. Ich mache hier mein erstes Videoblog von meiner Live-Session vom PLO. Ich bin ja momentan von cardcoaches.com mit Christoph Ebner an einer Umschulung von No Limit Hold'em auf PLO. Ich hatte bis jetzt 3 Lektionen. Und jetzt habe ich bis nächsten Mittwoch habe ich die Hausaufgabe, das aufzunehmen, was ich hier spiele. In der letzten Session haben wir besprochen, oder hatte ich gelernt, die Hände so analysieren zu können, ob es Multiway-Spiel ist oder ein Heads-up-Spiel. Ich werde jetzt einen Tisch aufmachen und circa eine Stunde spielen und dazu auch meine Gedankenzüge mitteilen, wie warum ich diese Hand spiele und warum es ein Fold ist. Ja, und diese wird dann in der nächsten Live-Coaching dann besprochen mit Christoph Ebner. Gut. Ich habe hier mal schon vorbereitet den PokerStars Lobby. Ich werde hier mal einen passenden Tisch suchen. Ich habe hier 1 Cent, 2 Cent und 2 Cent, 5 Cent gewählt. Christoph meinte, dass ich soll hauptsächlich 1 Cent, 2 Cent spielen, aber ich schaue jetzt mal, hier ist ein offen. Nicht so optimal. Es hat ein Sitting Out. Schauen wir weiter. Ja. Dann werde ich mich warten, bis das Head abgeladen ist. Ich kenne diese Spieler nicht. Ich werde mich mal hier hinsetzen. Oh, schon besetzt. Okay. Gut, dann schauen wir weiter. Das ist immer so eine Sache. Beim Hold'em Cash Game 6 Max, wo ich spiele, da mache ich es via Table Scanner. Ist für mich schon einfacher zu spielen, also das Tisch auszusuchen. Das der hatte ich schon. Dann hätte ich so. Den hatte ich schon. Ne? Dann gehe ich doch hier hin. Gehe hier mit 2 Dollar an den Tisch. So, dann warten wir mal, bis wir dran sind. Mach das noch ein wenig größer, dass ihr das auch besser sieht. Gut, ich habe von diesem Spieler hier noch keine großen Informationen. Also hier 3 Hände, eine Hand, das ist von vorhin. Ja, dann schauen wir mal. Ich werde jetzt am Anfang sicher nur darauf achten, die Position zu spielen. Die frühe Position wirklich. Gute Hände, Varianz Hände zu spielen. Diese Hand ist für mich ganz klar ein Fold. Dieser Spieler raised, da bezahle ich nicht. Der ist, dieser Spieler ist auch in der Hand, der wird so oder so bezahlen. Und für mich ist diese Hand keine gute Hand zu spielen. Wie es auch aussieht.
kein guter Fold. Dieses neue im Spiel. Kein Race ist. Ich habe schon einen Cent im Pot, werde dies auffüllen. Habe hier Flush da. Aus dem Buben getroffen. Werde hier nur bezahlen. Flush da ist angekommen. Gut, ich werde hier einen setzen knappen Pot. Das ist ausbezahlt. Nicht. Okay. Hier, Button, Erase. Denke nicht, also ich habe noch auch hier noch keine Informationen. Ist ein aktiver Spieler, aber für diese Hand ist für mich ein klarer Fold. Diese Hand ist für mich auch ein Fold. Auch schlecht zu spielen, Ass Dame. Kein Doppelsuit. 5-9, zerstörend. Werde diese Hand aufgeben. Für mich ganz klar wäre eventuell eine Heads-up-Hand, aber sicher kein Multiway-Hand. Diese Hand, wenn die 5 nicht wäre, diese ist sehr störend, wäre es eigentlich schön bespielbar, aber in dieser Position würde ich diese Hand folden. Weil dieser Spieler, der André 707, der wird, ist auch sehr aktiv. Hätte ich mit dieser Hand schon ein Problem. Was auch eine gute Entscheidung war. Diese Hand werde ich auch folden, wenn der Garnitur raised. Gebe ich auf, weil er bezahlt auf sicher. So was man jetzt vorhin auch gesehen hat. Und dann habe ich nur Probleme mit dieser Hand. Dies noch verschieben. Auch hier ist für mich ein Fold. Warum? Die Ass 2, 4 ist Rainbow. Ass 2 suited. Die 10, wenn die 10 hier noch eine 5, denke ich, hätte ich jetzt noch erhöht. Aber diese Hand gibt mir keine Equity. Und auch wie man sieht hier. Eine gute Entscheidung. Diese Hand in der Position. Doppelsuited. 5-5. Dealer-Button würde ich diese jetzt noch spielen, aber so. Nein.
diesem Tisch sind sie sehr aktiv. Also ich will jetzt wirklich nur gute Equity-Hände spielen, wenn jetzt auch dieser Flop nice für mich aussieht. Auch hier diese Hand für mich fold. 8, 3. Und dann nehme ich mir sehr viele Outs weg, auch fürs Flushdraw. Nicht unbedingt optimal, auch aus dieser Position nicht. Ich werde noch hier den Ton ausschalten, dass das für euch auch nicht unbedingt störend ist. Diese Hand werde ich auch folden. Auch hier mit 5-9 suited. Dame 3. Nicht optimale Equity Hand. Nicht spielbar. Heads up eventuell. Aber ich vermute jetzt auch, dass dieser Spieler raisen wird. Also werde ich folden. Ja. Guter Entscheid. Auch hier. Haben wir noch? Ja. Auch diese Hand werde ich aufgeben, wenn ich auch Dealer-Button bin, aber nicht ausreichend gegen diese zwei Spieler, die immer Action machen. Und vor allem fast jede Hand bezahlen. Er bezahlt immer jedes Race. Da ist es mit einem profitablen Hand zu spielen. Hier wäre Ass 3, würde mich gefallen zum Racen, aber da dieser Spieler jetzt schon raced, werde ich diese Hand folden. 10, 7, 10, 9 hätte ich jetzt auch noch. Wenn die 7, 9, 9 wäre, hätte ich diese bezahlt, aber ich werde diese Hand folden. Mehr als verpasst. Ich versuche jetzt wirklich diese Strategie oder diese Spielweise so durchzuspielen, dass für mich wirklich diese rentabel ist oder auch bis es mir eingeprägt ist. Diese Hand folde ich auch. Es ist wichtig, in diesem Spiel die Position zu achten und dies einzuhalten und auch die Hände strikt zu folden, die nicht Equity aufweisen. Wirklich, dass man Nutspotenzial hat. Ja, auch diese Position werde ich diese Hand folden. Bei Dealer Button würde ich jetzt diese Hand spielen, wenn auch unbedingt jetzt die 8 nicht für die Kartenkombination optimal ist. Ass in Herz wäre jetzt auch noch spielbar, aber nicht auf dieser Position. Wie gesagt, Dealer Button würde ich diese spielen. Aus diesem Grund eben diese zwei Spieler. Also wäre
vom Vorteil, wenn ich eine Multiway-Hand hätte. Also wenn jetzt zum Beispiel Ass, nein, sagen wir 8, ein 10 wäre, zum Beispiel Pik, dann denke ich mir, könnte ich es gegen diese zwei in Multiway aufnehmen. Diese Hand werde ich spielen. Für mich ist doppelsuited Dame 8, Ass 3. Ja, kann ich diese 2 Cent noch bezahlen, aber die Position ist überhaupt nicht gut. Nein, ich werde folden. Ich denke, André, dass er dies nochmals an ein Colt auch. Aber es ist eine gute Entscheidung. Ich dachte einfach, dass er jetzt nochmal ein Race macht und der Pot zu groß wird und die Hand doch nicht so stark ist. Und dieser gefällt mir so oder so auch nicht. Er ist sehr tighter Spieler und spielt wenig Hände. Diese Hand werde ich folden. Auf jeden Fall. Ah, jetzt hat es eh geklärt durch diesen Race. Wäre eigentlich, wenn man diese Hand spielen würde, ein Heads-up-Hand, also so wenig Spieler wie möglich im Pot zu haben, weil im Multiway-Spiel hat man hier nur Probleme, diese Hand auszuspielen. Darum immer achten, diese Hand, also solche Hände zu folden. Vor allem, wenn so viele Spieler im Spiel sind. Gut, diese Hand ist schon mal ein wenig besser von dieser Position. Ich halte die Asse. Aber Vorsicht, die 4 ist ein wenig störend, aber macht wieder das Flush Draw möglich. Also ich werde diese Hand callen. Der Grund ist, diese werden so oder so im Spiel sein, aber werde diese Hand dann aufgeben, wenn ich nicht das Set treffe. Hier wird schon gestört, soll spielen. Im Chat. Hier hat einer Drang und Bedürfnis, schneller zu spielen. Ich werde dabei die Hand checken. Diese Hand für mich ein Fold. Schon alleine diese Statistik der Nats Guts 88 sehr wenig Hände spielt und aus dieser Position schon raised, schätze ich ihn sehr stark ein.
ist jetzt sitting out. Schade. Hat sich wahrscheinlich ab mir aufgeregt, weil ich so lang wartete. Aber so wird er diese Hand auch nicht spielen, diese Position. JJ. Ich wollte jetzt, sonst mache ich den ganzen Tisch wahnsinnig, erkläre es jetzt anschließend. Die 5-2 suited, aber für mich keine optimale Hand. 2-3 eventuell, aber nein, da müsste ich wirklich mit dem JJ treffen. Gut. Ja, da kann ich in Ruhe checken, werde nicht erhöhen, den Pot auch nicht zu groß machen, hoffe auf ein Treffer. Gut. Straße oben unten, aber Flush Draw ist hier auch noch die Möglichkeit. Ich werde hier durchchecken. Hier die Straße. Ich werde hier 4 Cent setzen. Ja, wird auch den König Buben haben, aber ich gehe mal hier nochmal drüber. Habt ihr die beste Hand? Ja, hat wahrscheinlich auch ein Königbube. Ja. Klar. So richtig folde diese Hand als König, nur 8-4 suited. Keine starke Hand für Small Blind Spiel. Wird auch folden. Haltung. Auch dies voll. Ich werde diese für mich noch markieren, das ist noch wichtig. Vor allem so die aktiven, zeigt es mir auch hier an. PFR 20,8% und hier 75%. Mich klare Fische, zeigt es mir in diesem Symbol auch an. Gut. Für mich diese Hand eine auch Heads-up-Hand, aber wird sehr schwierig mit diesen zwei Spielern. Ich werde diese Hand trotzdem spielen und racen. Auf 6. So. Für mich doppelsuited. Schauen. Wäre schön, wenn ich nur zwei Spieler hätte. Dieser Spieler ist auch sehr, sehr wenig aktiv. Gut, ist eine Heads-up-Hand. Ich habe den König, habe das Flush-Draw noch offen. Ich werde diese Hand sicher jetzt durchspielen, werde 10, nein, mache 8. Dass ich hier ein Tight
tightes Image habe. Habe mich stark eingeschätzt. Nicht so rentabel, werde ich es dann folden. Auch hier. Keine Hand für ein Multiway-Spiel, vor allem wenn diese drei Spieler noch dabei sind. Aber diese vorige Hand, das war natürlich genial. Also das war wirklich Heads-Up-Hand und konnte diese auch im Heads-Up spielen. Werde hier die Hand aufgeben. 10, 10 sind nicht so stark. Auch diese Handposition klar auf Fold. Wäre eventuell Dealbutt noch ein Heads-Up-Hand. Wie auch schon erwähnt, ich beachte immer diese zwei Spieler, die sehr aktiv sind, re-raisen, bezahlen. Ganz wichtig. Nicht gerade heute super Hände. Diese Hand werde ich folgen. Ganz klar. Die As 6 suited, aber dann die 5-3 geben mir nicht so viel Spielraum. Ja, diese Hand werde ich sicher racen. Gut, den König 4-5. Werde diese Hand checken. Werde bezahlen, da ich nicht denke, dass er den König hat. Denke, dass ich vor bin. Ja, und es ist so. Meine Vermutung war richtig. Gut. Dass ich noch mehr Action mache, ist mir doch ein wenig zu heiß. Mein Gefühl sagt, dass es nicht den König hatte, aber ja, es ist ein unberechenbarer Spieler. Und somit bezahle ich nur, weil ich denke, dass ich mit den Damen doch noch vorn bin. Dann gebe ich auf. Auch hier die 6-6 sind für diese Position zu schwach. Muss ich treffen. Mal schauen, ob wir einen Flop sehen, wenn er hier nicht Action macht. Werde ich diese Hand sonst folden oder einfach check? Ja. Auch hier ganz klar nichts. Gerade mein Flop, werde auch diese Hand folden. Hier fold, weil ich denke, dass dieser sicher racen wird. Diese Hand ist definitiv zu schwach.
Den Toms bekomme ich sicher nicht raus, er raced jetzt so oder so. Bin ich dann klar auf Volt. Die Sachen werde ich auch aufgeben. Ich hätte jetzt, wenn dieser Spieler nicht geraced hätte, hätte ich aus dieser Position, hätte ich geraced mit dieser Hand. Gegen diese anderen zwei Spiele denke ich, dass ich da eine Möglichkeit gehabt hätte, diese Hand auszuspielen. Aber so, und jetzt wird dieser sehr, sehr aktiv. Hä? Gesagt, fol dich. Und die 7 für die Straße, die mir fehlt. Mit den 9er hätte ich hier nicht getroffen. Diesen Race werde ich diese Hand aufgeben. Noch nicht. Da sehe ich kein Potenzial. Was hat er getroffen? Aber jetzt nimmt mich trotzdem unter, was er für eine Hand hat. Toms. Ja, also. Interessant.
mit was für Hände er spielt. Die Hand auch aufgeben. So hätte ich jetzt Flush da Option, aber mit 4-7 sehr kleine Flush da. Aus dieser Position, der 5, das stört mich, ich gebe die Hand auf. Ass König suited wäre okay, aber wenn die 5 ein Ass im Kreuz noch wäre, dann wäre es eine gute Hand für diese Position zu spielen. Aber eben, auch jetzt hätte ich nur den König, also Action. Nee. Gut. Ganz lustige Hand, also für mich ein klarer Fold, gehe jetzt drauf ein. Ich habe zwar drei Könige, aber ich zähle ja nur zwei Hände, also zwei Könige, nehme mir selber noch ein Out. König 10 noch Flushdown Option, aber ja, gibt mir zu wenig Equity und ich nehme mir selber noch die Outs. Schade. Das foldet, diese zwei ist drin. Ich werde jetzt mal diese bezahlen. Vielleicht gibt es mir noch eine Option. Ja, Bauchschuss 4 getroffen. Die 8er. Ja, da muss ich die Hand aufgeben. Bauchschuss bezahle ich nicht. Ist zwar jetzt gekommen, aber okay. Schade, aber ja. Ja. Hat es noch für den Flushdraw bezahlt und hatte Ace 9, hä? Ja. Wird auch diese Hand folden. Aber ich will die vorige Hand nochmal anschauen. Ass 9, 2 Paar hat noch bezahlt für Flush Draw. Ja, weil ich die mehr hatte. 9, 3, 3 hat auch 6. Ah. Auch zwei Paar am Schluss. Okay. Aber dazu war der Fold korrekt, weil ich wirklich nur drei Outs gehabt hätte. Auch hier gebe ich die Hand auf. Nur die Zehner. 4-6. Ja. Stören. So habe ich hier das Full, aber denke, das andere hier stärker ist. Ja, diese Hand werde ich aufgeben. Ich werde jetzt, hier fehlen jetzt zwei Spieler, aber jetzt ist der eine, Toms, der auch viel Action macht, weg. Ich denke, den gegen andere lässt sich besser spielen. Werde hier gegen ihn bezahlen. Für mich Bube, König Bube, noch Bube 5. Verstehe, aber werde, ja, werde diese Hand aufgeben. Wenn ich jetzt noch Königin Kreuz wäre, würde ich diese Hand bezahlen. Mich ein Fold.
hier Fold. Gegen diese Spieler will ich wirklich nur starke Hände spielen, die mir auch genügend Equity geben, dass ich gute Möglichkeit habe. Habe jetzt wirklich nicht viele Hände gespielt. Für mich wichtig ist, dass ich mich hier wirklich an die Regeln halte. Auch hier würde ich nicht bezahlen mit dieser Hand. Auch hier werde ich ihn nicht angreifen, aber wenn er raised, Position hat. Auch die Position sehr schlecht. Hätte ich jetzt gegen ihn noch gespielt. Aber auch ein guter Fold. Ah, jetzt haben wir 56 Hände. Aber bis jetzt wirklich nicht starke Hände behalten, dass wir spielen können. Hier werde ich folden. Die 3 sehr störend. Würde gehen diesen mal angreifen auf seinen Race. Ja, es ist auch. Nee, werde ich auch folden. Das so oder so. Wird auch, ja, gibt die Hand auf. Wow. Ja, uns nicht gehalten. Das ist jetzt mal wieder eine gute Hand. Werde diese jetzt racen. Strom Möglichkeit 8 auf den Pot setzen. Habe jetzt auch noch die Straße Option, werde hier noch mal setzen. Okay, ist natürlich hässlich, dieser König. Werde trotzdem hier 26 setzen. Flushdraw. Ah, Fold. Okay. Haben wir doch wieder einen Nice Pot gewonnen. Werde jetzt nächsten Big Blind rausgehen. Noch den Dealer-Button spielen. Ja, werde hier auch mal racen. 6. Könige. Gut, hier wow getroffen. Werde hier 10. Wow. Gut, ich werde hier checken.
um einen Bluff zu animieren, werde hier jetzt minimal raisen. Denke 50, ob er dies noch bezahlt. Fold, nein, doch nicht. Hätte weniger spielen sollen. Gut. Ja, das war jetzt noch eine nice Hand. Ein Poker wie Könige. Nice. Schauen wir mal die Statistik an. Ja, sehr schwinglich. Hier haben wir eine Phase von über 30 Hände, wo nichts gelaufen ist. Ja, und am Schluss konnten wir noch ein paar Pots gewinnen. Gut, also ich denke, mit 63 Hände werde ich mit dies abschließen. Ich hoffe, ihr konntet in meiner Session ein wenig Einblick erhalten und wir werden dies am Mittwoch, jetzt schaue ich nach, nächsten Mittwoch, das ist der 20. März um 8:30 Uhr findet bei Car Coaches nächste Session statt, also Live-Coaching, werden das Video analysieren und ja, wäre schön, wenn ihr dabei wärt. Den Link werde ich sicher auch auf dem Blog, das ist henki74ch, ich kann es hier noch aufzeigen, auf meinem Blog. Würde mich freuen, wenn ich noch ein paar Feedbacks, Postings erhalten würde. henki74ch.blogspot.ch und da werde ich natürlich wieder einen Blog schreiben, inklusive mit diesem Video. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und bis bald. Tschüss zusammen.